Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu unserer Einheit 12, unserer 14 Tage Abnehmen und Figur Challenge. Heute kümmern wir uns ganz besonders um die Arme und um noch schönere Schultern. Die sind nämlich ganz wichtig für schöne Proportionen. Wenn wir oben schmal sind, erscheint die Taille nicht so schmal und das Becken breiter. Wenn wir oben etwas breiter werden, ist die Taille noch schmäler und unser Becken auch schmäler. Das heißt, die Proportionen verändern sich etwas, wenn wir aufrecht gehen, wie wenn wir keine Kraft oben haben. Also das dürfen wir nicht vernachlässigen. Deswegen machen wir das heute. Und es ist völlig okay, wenn du einfach nur ein paar Wiederholungen machst und dann Pausen einlegst, dann wieder mitmachst. Nur so kann man sich ja steigern, nur so kann man dran arbeiten. Einfach so mitmachen, wie es für dich okay ist. Ich hoffe, dein Rücken, dem geht's gut nach gestern. Vielleicht spürst du ein bisschen deine Bauchmuskeln. Das ist schon okay. Und wir legen jetzt gleich los mit einem kleinen Warm-up. Dazu gehst du am Platz, rollst die Füße ab von der Fußspitze auf die Ferse. Atmest zuerst ganz tief ein, beide Arme nach oben und nochmal aus. Tief ein und aus. Einatmen. Letztes Mal, jetzt bleib hier, streck dich, räkel dich. Spür deinen Bauch, spür deinen Rücken. Nimm auch bitte deine Handgelenke mit in die Bewegung, die brauchen wir ja auch nachher, wenn wir uns abstützen. Deswegen beweg sie hier einfach schon mal schön mit. Und dann lockerst du aus, schüttelst deine Arme nach unten aus, gehst einfach weiter und lässt die Schultern kreisen. Und das Ganze immer in deinem Tempo, ganz egal, wie schnell ich da bin. Dann mal mit links und rechts, linke, rechte. Werde etwas größer, komm in die Grätsche. Und lass deine Schultern noch mal ganz tief fallen. Verlagere dein Körpergewicht nach rechts und links. Genau. Jetzt darfst du noch einmal die Schultern hochziehen. Und wichtig ist, nach unten fallen lassen. Hoch und locker. Kreis dann die Schultern nach hinten. Immer noch große Bewegung. Werde größer, Ellbogen. Und dann noch größer, lange Arme hochziehen, ganz weit zur Decke. Super, jetzt mal nur den rechten Arm, mal rechts und wieder lösen, rechts. Und wenn du jetzt kreist, geh mal weiter noch nach links. Dreh deinen Rumpf mit, deine Brustwirbelsäule. Andere Seite. Einmal hin und her. Ganz weit nach rechts drehen hier. Und dann lässt du deinen rechten Arm schwingen. Der kommt von rechts nach links. Geh weiter und versuch locker zu lassen. Ganz locker. Dann schwingst du ihn um die Schulter und ziehst den Ellbogen zurück. Locker um den Körper. Und das Ganze mit der anderen Seite erstmal hin und her. Faszial ist immer locker,
jetzt gar nicht muskulär, sondern wirklich nur geschehen lassen, die Bewegung. Und dann gehst du um die Schulter, klatscht rum und lässt dich zurückziehen. Und lass wieder entspannt beide Arme weit nach rechts, weit nach links. Den Rumpf mitdrehen. So, dann müsste der ein bisschen warm sein. Dann bleibst du, kommst wieder zur Mitte, lockerst aus. Kommst ein bisschen näher zusammen, tippst nach vorne auf, lass jetzt die Schultern wirklich los und geh am Platz. Roll deine Füße ab von der Fußspitze auf die Ferse, entweder so oder du gehst wirklich. Ansonsten abrollen, erste Runde Schultern. Dazu nimmst du deine Arme einfach mal zur Seite, Handflächen nach außen, Fingerspitzen zur Decke und jetzt kreist du nach hinten und bleibst in der Bewegung. Gehen oder abrollen. Darfst dann irgendwann deine Schultern spüren. Den oberen Rücken wahrscheinlich auch. Ganz kleine Kreise. Und immer noch atmen. An den entspannten Nacken denken, Schultern richtig tief ziehen. Noch 4, 3, 2, Vorsicht, halte hier und jetzt drehst du deine Fingerspitzen nach unten und kreist nochmal weiter. Ganz kleine, Schultern tief. Geht. Wenn es nicht mehr geht, jederzeit Pause. Wichtig ist, dass du dich nicht verspannst. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, marschieren, halten und lösen. Oh. Schultern lockern. Geht. Einmal so richtig locker lassen. Okay, letzte Runde im Stehen noch. Jetzt die Hände nicht spreizen, sondern zur Faust ballen, ganz fest. Und du stellst dir einen Boxsack vor dir vor und du rollst nochmal die Füße ab, wenn du willst. Nimmst jetzt die beiden Hände übereinander, Schultern tief und versuchst jetzt ganz kleine, schnelle Bewegungen nach vorne zu machen. Tempo, Tempo. Wichtig ist, Nacken entspannt. Also, kleine Kreise, atmen. Wie geht's den Schultern? Es wird. Tempo. Bleib noch in Bewegung, ist wichtig. Letzten. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, halte, locker aus, Beine, Arme. Und dann kommst du an den Rand deiner Matte, so dass deine Matte vor dir liegt. Lass den Puls wieder ein bisschen nach unten. Gehst mit den Füßen wirklich nach hinten
Rollst dich jetzt einmal nach unten. Hände gehen auf den Boden. Kannst die Knie auch beugen. Und jetzt kommst du nach vorne, bis du in einer Liegestützposition bist. Eine Linie der Körper. Wandere zurück. Beug rück die Knie und roll dich nochmal auf. Stützkraft noch einmal. Knie beugen gerne, tief rollen und mit flacher Hand nach vorne wandern und wieder zurück. Gerne gebeugt, nochmal aufrollen. Gleich nochmal. Tief, Stützkraft und wieder zurück. Und hoch, ein letztes Mal, okay? Tief nach vorne. Bleib einmal hier vorne. Versuch dich zu halten. Du kannst jederzeit deine Knie nach unten absetzen, wenn du möchtest. Und versuch jetzt mit deiner rechten Hand auf die linke Schulter zu tippen. Linke auf die rechte. So geht's auch. Zack, 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 Stützkraft. Ich bleib hier. Wenn du möchtest, streckst du deine Beine. Jeder so, wie es geht. Spür deine Armkraft. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und zurücksetzen. Super. Handgelenke entspannen. Und dann kommt eine Lieblingsübung. Von mir nicht, aber vielleicht von dir. Wir kommen in die Liegestützposition. Hände nach außen. Und jetzt schau mal, dass du dein Becken weiter nach vorne schiebst. Du könntest deine Beine auch strecken. Und geh mit deinem Brustbein, Fingerspitzen zeigen nach vorn, mit deinem Brustbein Richtung Boden und drück dich ausatmend wieder hoch. Brustmuskulatur. Also nochmal Brust tief und hoch. Schau, dass die Ellbogen nach außen zeigen. Je weiter wir die Hände öffnen, umso mehr wird es unsere Brustmuskulatur. Je enger, umso mehr Trizeps, aber den machen wir gleich noch. Jetzt schau vielleicht nochmal, dass dein Kopf in einer Linie mit dem Rumpf bleibt. Man versucht immer mit dem Kopf schneller unten zu sein, wie mit dem Brustbein, oder? Also wirklich ausatmen hoch. Der Bauch ist fest, der Rücken ist gerade. Hier noch 5, 4, noch 3, noch 2, einen und zurücksetzen, auslockern. Super. Komm dann in die Bauchlage, entspann deine Handgelenke einen Moment, so dass du die Daumen zur Decke zeigen hast, deinen Blick nach unten. Jetzt hol den Bauchnabel nach innen, wie wir das gestern gemacht haben, indem du die Bauchdecke vom Boden wegziehst, also nach oben an die Wirbelsäule ranholst. Und dann heb deinen Rumpf ein Stück nach oben, ein kleines bisschen. Schultern tief und jetzt ziehen die Daumen nach oben zur Decke und wieder tief. Welche Muskeln spürst du? Genau, die zwischen den Schulterblättern, die dich aufrichten, die wichtig sind für unsere aufrechte Haltung. Hinterer Anteil Schulter. Am besten ausatmend. Hoch, ein, aus. Bis warm wird zwischen den Schulterblättern. Bleib oben. 3, 2, 1,
und löse. 3, 2, 1 und löse. 3, 2, dann wird es heiß. 3, 2, 1, noch viermal. Noch 3, der Bauch ist noch gespannt. 2, letztes Mal. Halte, halte, halte und ablegen. Kurz entspannen, dein Becken nach rechts und links wackeln lassen. Die Schultern lösen. Und einmal eins weiter. Nach oben hochdrücken und auf die Seite kommen. Das Mikro weg. Jetzt geht es weiter mit unserem Winkelarm, dem Trizeps. Vielleicht merkst du schon eine leichte Wärme in den Schultern. Wir kommen hier in die Seitenlage. Und wenn du jetzt hier stützt, dann ist der Arm, der jetzt frei ist, der soll auf dem Boden. Deine Beine legst du so, wie es für dich bequem ist. Untere Bein vorne, oberes Bein hinten. Leicht eindrehen und der stützt, umarmt dich. Hast du? Also der unten war, geht jetzt hier um die Brust. Okay, dann beugst du den Arm und streckst ihn. Und das ist der Winkelarm. Tief und hoch für die ärmelfreien T-Shirts. Die Schulter Richtung Boden. Merkst du was? Wenn es noch geht, die letzten 5, wenn es nicht mehr geht, Pause. 4, jederzeit. 3, 2, 1 und lösen. Auslockern. Letzte Seite. Rumdrehen. Einmal die Beine wieder voreinander. Jetzt fang im Stütz an, dann weißt du nämlich, welcher Arm am Boden ist. Der Arm stützt hier auf. Leicht eindrehen. Der jetzt ein bisschen wehtut, der darf dich umarmen. Und dann gehst du mit der Schulter tief und wieder hoch. Ausatmen. Aus. Und da gibt es bestimmt eine Seite, die ein bisschen besser ist wie die andere. Zehn Stück noch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eine noch und locker. Kurz auslockern, entspannen lassen. Und dann haben wir noch eine schöne Übung im Sitzen. Aber dazu jetzt erstmal wirklich locker lassen. Einen zweiten Satz sozusagen für den Trizeps. Und dazu richtest du dich nochmal auf, nimmst deine Fingerspitzen jetzt zum Körper, ziehst dich wichtig aus den Schultern heraus, das heißt, du hebst dein Brustbein nach oben und jetzt heb dein Becken mal vom Boden ab. Okay, und dann schau, dass du hier bleibst, auch hier oben rausgezogen bleibst, lass dich nochmal kurz fallen und zieh dich nochmal raus, nochmal fallen. Und hochziehen, noch 2, hoch, gut. Und jetzt bleib oben, halte dich hier. Und dann versuchst du die Arme zu beugen und zu strecken. Die Ellbogen nach hinten zeigen lassen. Bleib rausgezogen aus dem Trizeps. Senk dein Gesäß, beug und streck deine Arme. Bauchspannung
Ellbogen beugen und strecken. Mit dem Oberarmmuskel drückst du dich nach oben. Schaffen wir noch 10. Noch 9. Das ist die letzte Übung. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Einen und geschafft. Setz dich bequem hin, lass deine Schultern entspannen. Einmal wirklich auch auslockern. Und ich würde sagen, wir machen gleich einmal eine Dehnung für die Schulter. Nimm eine Hand auf die andere Seite und versuch den Arm nach hinten zu ziehen. Schulter lässt du ganz entspannt unten. Fleißig. Also ganz wichtig ist auch der Oberkörper für unsere Proportionen. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm. Morgen geht es dann weiter mit Kraftausdauer. Wechsel mal, andere Seite. Morgen wollen wir unseren Stoffwechsel erhöhen, Energie verbrauchen, Muskeln, also Kraft und Ausdauer trainieren. Komm nochmal wieder zurück, löse auf, komm eins weiter auf die Knie, darfst gleich eins weiter auf die Füße, stütz dich ab, roll dich ganz langsam nach oben auf. Atme ein, mach dich lang. Jetzt verbinden wir nochmal den Trizeps, das heißt, du nimmst die Hand zwischen die Schulterblätter, dein rechtes Bein kreuzt du hinten. Ziehst hier in den Trizeps und spürst auch gleich deine ganze Seitenlinie. Vielleicht merkst du es bis runter zum Fuß. Die Dehnung bleibt so. Löse nochmal auf. Mach das Ganze auch mit der anderen Seite. Erstmal zurück, dann dasselbe Bein nach hinten kreuzen. Mit der Außenkante und zieh dich wirklich ganz weit nach rechts. Spür deine ganze äußere Linie. Dann lässt du noch einmal wieder los. Lockerst aus. Fass deine Hände hinten. Brust raus. Schultern zurück. Gerne ein Stück höher ziehen. Brustmuskeln aufdehnen. Dann atmest du nochmal aus und jetzt darfst du dich rund werden lassen. Nimm deine Hände, werde rund vorne. Öffne dich, atme ein und mach dich nochmal vorne auf und versuch auch deine Hand umzubiegen. Nochmal ausatmen, werde rund. Und das Aufmachen machst du wieder in alle Richtungen. Mal den einen Arm hoch, den anderen unten, rund, oberer Rücken, den haben wir auch gequält. Noch einmal, dann löst du auf, lass die Arme ganz, ganz locker pendeln. Fühlen sie sich schwer an, die Arme. Atme ein, streck dich. Atme aus, lass dich fallen. Atme ein, mach dich lang. Atme aus, ein. Halte, zieh dich nochmal zurück. Denk an die Proportionen und entspann dich. Sehr schön. Hausaufgabe ist wirklich, so ein paar Mal am Tag immer wieder an deine Aufrichtung zu denken. Die Aufrichtung, die beeinflusst auch unsere Stimmung. Also wenn wir mal nicht so gut gelaunt sind, einfach aufrichten, dann wirst du merken, verbessert sich auch unsere Laune. Probier es mal aus. Wenn du Lust hast, bist du natürlich gerne morgen wieder dabei bei unserem Kraftausdauertraining. Gerne auch weiterempfehlen wieder diese Challenge, wenn du möchtest. Die findest du auch unter den Playlists auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, mach das natürlich gern kostenfrei. Dann bekommst du mit,
wenn wieder ein neues Video auf YouTube ist von mir. Und weil du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, freue ich mich auch. Vielen Dank an die, die das bereits tun. Den Link dazu findest du unten bei Mehr Ansehen. Steady, deine Unterstützung. Kannst du mich zum Beispiel mit 2,50 Euro oder 5 Euro monatlich unterstützen. Vielen Dank. Oder eben ganz einfach. Bis morgen. Ich freue mich schon.